Also ich halte es für so wichtig, dass jeder Einzelne, der hier in Augsburg lebt, dafür kämpft, sich persönlich einsetzt, dass wir keinen Hass und keinen Krieg haben gegen andere. Also Augsburg ist die Friedensstadt. Und diese Friedensstadt heißt, dass wir alle füreinander da sind, dass wir bunt sind wie auch immer, von verschiedensten Ländern kommen, von verschiedensten Sprachen sprechen. Aber wir sind eben hier in Augsburg und sind Augsburger und wir verteidigen Augsburg gegen alle Hass und alle Feinde. Diese dritte Generation hier aufgewachsen in Augsburg und haben alles miterlebt, haben noch den Nationalsozialismus miterlebt und die Zeit danach. Und deswegen ist es mir besonders wichtig, auch in meinem Alter, das noch zu sagen, dass das, was ich erlebt habe im Nationalsozialismus, nie wieder sein darf. Und deswegen sind wir in echt. Hier in Augsburg haben wir schon vor 30 Jahren hier einmal gekämpft, genauso wie heute. Da war damals in Rostock, Lichtenhagen, den Solingen, der Angriff an die Krankenwohnungen und tote Türken. Und dann ist die erste Lichterkette entstanden, damals auch in Augsburg. Aber ich habe gesagt, das reicht nicht, wir müssen mehr tun. Und deswegen habe ich mit Freunden zusammen diesen Verein Forum Interkulturelles Leben und Lernen gegründet. Jeder Einzelne von uns Worte hört, Bemerkungen hört, die hasserfüllt sind, die gegen andere Kulturen sind, die gegen andere Religionen sind. Und deswegen muss jeder Einzelne so von sich aus mit seinen Worten sagen, das stimmt nicht. Und wir müssen uns einsetzen für Liebe und Freundschaft miteinander. Vielen, vielen lieben Dank. Thank you.